Ja, Leute, heute ganz spontan. Wir sind alle zusammen. Ja, hallo. Und wir haben mitbekommen, wir haben jetzt eine Banlist und wir haben keine Ahnung, was drauf ist. Und easy reaction, ne? Ja. Und deswegen so spontan, deswegen hier jetzt so ein komisches Video, nicht geschnitten und so. Wir wissen nicht mehr, ob wir jetzt vielleicht alles sehen, aber ich würde sagen, wir gehen einfach rauf, oder? Ja, einfach rauf gehen. Schauen wir mal. Oh, da war jetzt. Okay, und? Okay. Warte, okay. Effektiv vom 13. Februar. Warte mal, das ist die alte. Das ist die alte? Warte mal, wusste ich. Dann updated 6.2. Aber es wurde geupdatet. Okay, dann ist es wahrscheinlich die neue. Dann ist es, ja, egal, so. Man sieht nicht, was. Halt es quer. Achso, ja. Leute, es ist live. Es ist live. Okay. Was ist neu? Oh, warte. Safe? Das ist die alte. Okay, warte. Wo ist denn die neue? Geh mal zurück. Das ist doch ein Prank von CK gewesen. Nein! Ist das wirklich da? Jude List hier. Wurde einfach nur geupdatet. Das ist noch die alte. Ja. Warte, wir gehen nochmal ins Internet. Warte. Oh, das ist noch die deutsche? Ja, auf die deutsche vielleicht. Die deutsche, okay. Das ist, glaube ich, die richtige, ja. Warte. Okay, was haben wir? Verboten ist 5.6.2023, ja. 5.6. Und hier werden, nur die Changes wahrscheinlich sein. Okay, ja, egal. Wir gehen langsam durch. Ja, oder wir gehen halt hier auf die Tabs und gucken dann, was verboten ist, was limited. Nee, wir gehen okay. Warte. Oh mein Gott. Cyberstein limited to... Forbidden? Ist wieder banned? Cyberstein ist wieder verbannt. Hä? Cyberstein? Okay. Warum? Hä? Habt ihr irgendwelche OTKs, FTKs? Ja, wahrscheinlich. Also, gibt's irgendwas? Ja. Hat jemand was entdeckt? Sprite dann wahrscheinlich. Okay. Ja, voll der Sprite zu spät. Also, Oh nein. Das ist eine Menge. Okay, FDK unterbinden. Okay, das hätte ich nicht gedacht, das ist schon... Okay, aber das ist okay, finde ich gut. Okay, was haben wir? Nummer 89, okay. Hacker. Sehr Hacker. Gut. Okay. Wow. Das extra Deck ist safe. Okay, Kashira Hit. Okay, stimmt, Deckbuilding ist jetzt wieder einfacher. Ja, ist einfacher, muss ich ja das Doppel-Dreifach spielen. Let's go, okay, und? A Pointer, ja, gut. Red Lotus. Sure. Limit to Forbidden. Ja, aber von Limit to Forbidden. Having Trust. Ja, auch. Also, man hat ja noch gespielt mit Trust und so. Kannst du halt, ist wie auf 3. Okay, aber, ja, okay. Was haben wir? Branded Expulsion, okay. Einfach verboten. Ja, aber die haben das Fusionsmonster halt. Ja, okay, das als Ersatz dafür. Aber gut, okay, es ist wenigstens also an sich das richtige Problem. Wir sind aber schon bei Traps, also. Ja, stimmt. Aber das ist eine Menge Band. Auf jeden Fall. Stimmt. Ja, und bisher? Zufrieden schon? Blaster Dragon. Forbidden to Limited? Ja. Achso, es geht schon weiter. Ja, Blaster kann easy zurück. Klar. Haben sie in der OCG auch gemacht. Und im Master Duel. Nee, im Master Duel und in der OCG war es noch nicht, oder? Aber es ist ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Blaster. Okay, wir sind jetzt bei Limited. Wir haben zwei Dragon Ruler, bald sind wir bei 4. Es geht wieder los. Noch nicht. Nee, Redox ist der Schlimmste. Weil der uns FDK ist. Ja, stimmt. Ja. Okay. Was sagt ihr zu Forbidden erstmal? Ganz okay? Ja, mal gucken. Die Limits können halt immer noch sehr relevant noch dazu beitragen. Also nichts davon braucht man. Also, ja, doch, Diablos. Ja, Diablos für Kashira, aber ansonsten ist Cyberstein, wenn ihr das. Ja. Und der FDK weg. Ja, nur FDK, ja, das ist gut. Mathe-Mech. Mathe-Mech-Hit. Ach, oh. Alter. Da werden sich einige heute freuen. Ich kenne einige, die Mathe-Mech richtig haten. Oh! Gamma! Gamma limitiert! Eins. Oh mein Gott, hier wird doch keiner spielen mit einem Zweier, oder? Also auf 1, glaube ich. Ja, ein Break. Wenn man dann Driver zieht, anders das Auer. Das tut so viel mehr weh als bei anderen Handtraps. Gamma. Ja gut, Gamma wurde sehr viel gespielt. Du musst dann den Spendigator spielen stattdessen. Zweimal oder so, damit du ein bisschen was alternativ hast. Ja, aber nein, krass. Das ist halt schon schwierig, es kommt aufs Matchup an. Ich merke schon ein bisschen Wind, tut mir leid, aber ist so. Denglong kommt back! Denglong! Ich hab noch ein paar! Und das jetzt, wo der neue Dino-Support da ist. Stimmt! Oh, Dino, insane! Dino, bestes Deck, Wild Survivors, bestes Set. Okay, einer von uns spielt Dino auf der National, ganz klar. Hey, das ist krass. Kashira, Rise Hard Limited. Oh, Diablos Band und Rise Hard auf 1. Oh, das ist krass. Aber dann Finrion, Unicorn auf 3. Männer, wir gucken mal, was kommt. Ja, aber wenn ihr noch was dazu sagt. Und die Tier-Elements komplett töten. Okay, warte. Hoffe ich mal. Und? Pearlicious Memory! Oh. Jetzt schon! Wow! Ja, das Deck ist gerade gekommen. Ja. Hat, okay, es hat getoppt. Ja. Diverse Events, aber... Und es kriegt ja noch mehr Support. Man weiß halt schon, dass es gut ist, ja. Ja, es ist... Also ja, richtig gut. Hä, so early? Ja, das ist ziemlich early. Das heißt, für die DM, Pearly gehittet, Kashira gehittet. Ah, Pearly ist nicht tot, wichtig. Ja, wir gucken noch, vielleicht kommen noch mehr Memories.
Turia Sacred Tree Limited? Okay, das ist für. Das ist Turia Runic. Ja, aber. Apropos Runic. Kommt auch noch was. Ja, vielleicht, vielleicht, wir wissen, ne? Herald of Orange Light, Light zu 2. Zu 2, auf 2 wieder. Okay, das war die beste Band, das ist einfach hier. Sehr nett. Okay, wir sind schon bei Thema Limits. Dann. Okay, was haben wir? Ey, krass. Pearly Hit, der überrascht mich einfach. Ja. Warum? Krass. Aber Denglock! Brandit hat nur Expulsion verloren bisher? Ja, stimmt. Jetzt, ja. Das ist wenig. Unicorn! Ich sag doch. Auf 2. Ja, das ist schon krass. Hä? Kastier? Ja, wir wollen auch wieder sicher gehen wie Tier Elements. Lightning Storm! Hä? Was? Okay. Okay. Ja, wohl, muss ja fair sein, Backroad X haben es echt schwer gehabt. Ja, mit Reboot und Lightning Storm und das da. Ja, jetzt geht's ja langsam wieder zurück. Ja, okay. Ja, ich weiß, ne? Hier, Labyrinth einfach für DM. Let's go. Runic! Aber auf 2. Ja, aber das ist gut. Das ist okay. Wir spielen nur 2. Also, weiß ich nicht. Engage! Das heißt schon, die Spieler, die freuen sich. Aber es macht ja wieder Sinn, in der Tin kommt Engage raus. Ja. In neuem Artwork. Ja. Ich muss in und dann bestimmt auch die Manga-Probe kommt dann schon auch noch irgendwie rein. Ja. Okay, Engage. Sprite Starter! Okay. Auf 2 ist jetzt. Ist okay. Ja, die haben ja schon verloren im 11. Ja, die haben schon eine Menge abgekriegt. Ja. Obwohl es gibt Listen, wo Sprite Starter eh nur ein oder zweimal gespielt wurde. Mhm. Na gut, war in Kombination mit Evil Twin. Engines. Blackwing ist im Cloak. Steam the Cloak auf 2? Ja, nein, Unlimited. Ah, krass. Ja, man spielt eh. Aber war eben, also hat nichts gemacht, glaube ich. Alan Birdman. Wusste ich gar nicht mehr. Der war auf 1. Der war immer noch, ja. Das ist ja verrückt. Ja, macht halt nichts. Samsara Lotus, das war ja FTK, glaube ich, gewesen. Ganz früher, ne? Der war ganz kurz und dann waren die sofort weggehittet. Okay, Spiral Quickfix auf was? Unlimited. Von 1 auf 3. Was? Ja, aber denkst du es ja noch? Ja. Okay, nett. Was ist das? Lyrilus. Rick ist Starling. Okay, ja. Ja, ist ja klar. Ne? Macht bei 2 nichts, macht auf 3 auch nichts. Draco Face. Oh Gott, das ist ja ewig alt. Ja, vor allem, das hätten sie echt früher machen können eigentlich. Oh Gott. Ne? Ja, wir kennen jetzt auch. Alter, wie viel ist denn hier was? Noch? Multiroll. Auch von 1 auf 3? Engage auf 2 und Multiroll auf 3. Ey, warte mal, was fehlt denn jetzt? Die haben noch ein Engage, fehlt denn, ne? Kagari sind sie voll? Kagari ist 2 oder 1? Weiß ich nicht. Ja, wir sehen halt hier nur die Changes, ja, leider. So, und das war's. Oh, wow. Was heißt das war's? Das ist so viel. Das ist echt viel. Das ist so viel. Okay, gehen wir durch. Kashira Hit. Heavy FDK Hit. FDK Hit. Branded Explosion ist nicht viel, also Branded hat relativ easy durchgekommen. Ja, die kann auch mit der Fusion weiter in den Lock legen. Der Lock ist möglich, okay. Was ist Denglong, Leute? Denglong! Dinos! Denglong! Ich denke, Mathmack, der Hit ist schon krass. Oder? Ja, Mathmack ist auch krass. Consistency Hit, ja. Ja, jetzt Shepard's Gamma, noch Gamma ist Dead Eye Sand Trip, es sei denn, wir wirklich mit dem Spell-Ding spielen. Ja. Ja, das wird keiner machen. Naja, das ist, glaub ich, ja, Unicorn noch, finde ich halt krass, dass sie noch Unicorn. Vor allem Fenrir ist ja generischer, wird ja auch in anderen Decks gespielt. Hätte ich gedacht, dass vielleicht den Hit. Aber ist genau deswegen. Ja. Lightning Storm ist auch überraschend. Ja. Lightning Storm. Engage, Sprite, ja, fair. Ne? Runic so langsam, aber gut, Fountain of 2 ist jetzt nicht so aber gut. Ändert das so viel, meint ihr? Kashira, Deckbuilding ist dank Diablo wieder besser. Einfacher. Einfacher. Kannst du ja One-Off spielen, nächster Deck. Gamma geht weg, du musst nicht mit Gamma drumherum spielen. Ja. Auch gute Fandom. Droll ist effektiver dadurch, weniger. Droll ist besser. Pearly hat einen Hit, aber. Er ist jetzt nicht so groß. Aber es ist ja auch noch sehr neu. Ja, ja, genau. Naturia finde ich auch krass. Ja, das. Also Baum zu 1, okay. Und sonst Lightning, Runic. Ja. So, ja, das war's dann. Zusammenfassend, wie findest du Liste? Viel. Das muss man erstmal verarbeiten, das ist eine Menge. Wow. Sehr viel Changes, ich bin gespannt, was man da spielen will. Das Ding, was ich eigentlich spielen will, ist nicht gehittet worden, das finde ich schön. Ah ja, okay. Oder Support bekommen, Dino? Ich sag nix. Ich würde sagen, alles ist ja noch eigentlich spielbar. So. Es wurde einfach nur alles ein bisschen schlechter. Ich glaube, alles. Oh, Kashira wurde schon krass. Aber ich glaube, safe kann man auch spielen. Man kann es spielen. Ja, natürlich kann man spielen, aber es ist nicht mehr so unfair. Ja. Deswegen, also ich denke, es ist so wieder in Ordnung. Und was sagst du? Also, ich muss sagen, gerade vor National Season ist das natürlich ziemlich krass, weil es sind sehr viele Änderungen. Timing, ja. Aber für, also mein persönlicher Favorite auf jeden Fall Denglong. Denglong ist crazy. Ja, und meine Meinung, also ich finde immer, die Liste muss halt die Meta verändern. Das tut sie, Und das tut sie. Und da bin ich schon zufrieden. Also, gute Liste,
interessante Veränderung wie Lightning Storm oder halt Denglong. Hat niemand mit gerechnet, oder? Nein. Jetzt? Denglong hat man die ganze Zeit gewartet, ja, weil der Aussicht schon lange ist, aber ja, die kann ich einfach vergessen oder so. Ja? Aber jetzt mit Wild Survivors, Dino Support. Ja, passt doch. Passt doch. Also, das war hier von der Live-Reaktion. Mal ganz anderes Setting. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau, trotz dieser Umstände. Und wie gesagt, geschnitten geht auch nicht. Deswegen einfach ciao. Tschüss.